Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich begrüße heute einen Gast, der noch nicht da war, was mich besonders freut. Ich habe ihn kurz kennengelernt, ganz flüchtig hier in Hamburg. Hallo, Valentina Birke. Hallo, Jörg. Ich weiß nicht, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Siehst du, da bricht man sich an. Ne? Ja, ich weiß. Man kann es nicht falsch machen. Also ich bin so gewohnt, Löbel. Ich glaube, Löbel ist, ja. Okay, ja, wir beide haben uns ganz kurz mal getroffen, ne? Ja. Ja. Irgendwo bei der Game City. Ja, das haben wir. Das stimmt. Wir wussten nicht, wo wir hin sollen. Das stimmt, genau. Verwirrung am Fahrstuhl. Ja. Ja, du bist Projektmanagerin bei Supercrowd und Projektmanagerin, wenn ich das richtig mitbekommen habe, von der Indie Arena auf der Gamescom. Fangen wir doch mal bei Supercrowd an. Was ist das? Das Supercrowd ist die Veranstaltungsfirma von der Indie Arena Booth. Wir machen noch ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel machen wir die Hamburg Games Conference. Das ist eine Business Games Conference in Hamburg. Wir haben auch lange die MAC in Erfurt gemacht als unsere eigene Messe. Jetzt machen wir die Polaris, das ist eine Gaming-Consumer-Messe in Hamburg zum ersten Mal dieses Jahr. Das ist ganz aufregend. Und während Corona, weil wir eigentlich, hast du ja schon mitgekriegt, wir sind eine physische Eventfirma, aber während Corona haben wir auch noch ein Spieleentwicklerstudio angedockt an uns und haben Online-Events ganz viel gemacht. Also sehr spielerische Online-Events, so mehr wie so ein MMO-Online-Event, so ganz toll mit Games. Gamifiziert, würde ich sagen. Ja. Und Polaris, was ist das genau? Polaris ist eine Veranstaltung, die machen wir in Kooperation mit dem Acadia. Das ist so ein Gaming-Hotel hier in Hamburg und der Messe Hamburg. Und das ist eine Messe, die sich mit Games und Cosplay und Merch und Dingen beschäftigt. Genau, und die ist Ende Oktober jetzt zum ersten Mal. Das ist doch nicht zu fassen. Ich kannte das Gaming-Hotel noch gar nicht. Ich wusste, dass es das in Holland gibt. Da hatten wir mal früher darüber berichtet. Ist das was relativ Neues, dieses Acadia? Weißt du das zufällig? Ja, die haben auch jetzt gerade so ein Soft-Launch-mäßige Sache. Das ist in Bergedorf in Hamburg. Und ich glaube, die eröffnen so richtig nächstes Jahr irgendwann. Und in diesem Jahr haben die aber so ein Soft-Launch. Jetzt sind da schon einige Veranstaltungen. Wir haben da auch die Hamburg Games Conference gemacht in diesem Jahr. Die war ja hybrid und halt ein kleiner Teil war vor Ort. Und jetzt machen die da auch so E-Sport-Turniere und man kann da auch so Office Space und so mieten. Und wenn ich da übernachte, kann ich, also das war in Holland so, meinst du, hat man auch im Zimmer irgendwie Konsole und Co. gehabt und sowas alles? Ich glaube, das Games-Gelöt bei denen ist eher so im öffentlichen Raum. Das ist, ich weiß nicht, ob du das in Hamburg, Bergedorf, da ist so ein altes Telekom, so ein richtiger 70er-Jahre-Bau. Den haben die halt übernommen. Und die Zimmer, das ist ein Tagungshotel gewesen irgendwie. Und die sind dann auch ordentlich am Renovieren. Die Zimmer sind ganz schön klein. Und ich glaube, die werden auch nicht größer. Wie sollen die es machen? Und das heißt, die haben ganz viele so Gaming-Räume irgendwie und machen LAN-Partys und so. Ja, okay, cool. Habe ich mir auf jeden Fall notiert. Kann ja nicht sein, dass ich davon noch nichts weiß. Das ist halt das hat sich schon gelohnt, dich einzuladen. Das ist also Supercrowd. Aber ich denke, was dich am meisten beschäftigt aktuell, ist dann schon die Indie-Arena, ne? Von der Gamescom. Genau, die mache ich auch schon so das hauptsächlich bei Supercrowd. Ne? Ich helfe schon mal hier und da bei was anderem aus, aber Indie-Arena-Booth ist so mein Hauptbaby und mein Lieblingsbaby, wenn man das sagen darf, an allen Dingen, die ich arbeite. Das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man Spiele mag und so, dann hat man da, also das ist ja, jetzt ist es ja alles komplett etabliert. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo Indie wirklich eine Komplettnische war, so Anfang der 2000er und so, und wie das alles ganz klein anfing. Und mittlerweile ist es ja so, dass die sich so, also ich habe mir auf die Spieleliste geschaut, die da, es sind ja über 100 Titel, ne, Minimum, die ihr da habt. 130 sogar. Ja, und da sind einige Sachen dabei, die ich auch besprochen habe oder die zumindest ein paar Leser von Spielvertiefung auch kennen. Also Dorfromantik ist dabei, Endling ist dabei, I Was a Teenage Ex-Colonist ist dabei. Da habe ich gerade eben Code dazu bekommen. Das ist schon eine riesige Palette. Hast du da überhaupt noch den Überblick? Ja,
Zwangsläufig muss ich den ja haben, weil bei der Indie Arena Booth ist ja ganz besonders. Also wir haben, wir sind ja eine Ausstellungsfläche auf der Gamescom primär. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Studios aus aller Welt, aber bei uns ist ganz doll besonders, dass man sich halt bewerben muss. Also wir haben ein Line-up, das ist halt kuratiert, um halt auch allen die bestmögliche, ja, Visibility zu geben auf der Gamescom. Das gilt dann für Consumer, dass die wissen, bei uns finden die die besten Titel und auch für die Presseleute. Und es ist auch so eine Art Adelung, quasi bei uns ausstellen zu dürfen. Und um das alles zu kuratieren, also das mache ich nicht alleine, aber ich gucke mir schon jeden einzelnen Titel tatsächlich auch wirklich an. Wir haben so um die 300 Bewerbungen gehabt dieses Jahr. Das ist ein Rekordjahr. Und dazu haben wir dann noch eine Jury, die ist auch handverlesen aus internationalen BranchenexpertInnen. Und dann suchen wir halt die besten Titel aus, weil wir können halt nur so und so viele Titel bei uns auf die Booth packen. Das heißt, ich habe einen ganz guten Überblick von Anfang an, wer bewirbt sich, wen wählen wir aus. Wir versuchen halt nicht nur zu gucken, nach, das Spiel ist besonders toll, also klar, die Spiele sind alle besonders toll, sondern auch, dass wir einen möglichst großen Genre-Mix haben, dass wir einen großen Country-Mix haben, dass wir auch gucken, dass sich die Artstyles ein bisschen unterscheiden, also dass wir wirklich eine große Varianz der Szene auch zeigen können. Also es gibt mehr als Pixel Art und Roguelike. Ja, aber viel, also es war wirklich dieses Jahr, ich sehe dann immer auch so in den Bewerbungen, oh, was gibt's dieses Jahr? Es waren wirklich dieses Jahr viel Metroidvania und viel Roguelikes. Ich kann es nachvollziehen. Da gab es ja auch einige wirklich fantastische Spiele und eines der bekannteren, gerade aus diesem Genre, hat ja auch, glaube ich, auch auf einer bei euch Premiere gefeiert. Das war Dead Cells. Hat das bei uns Premiere gefeiert? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das wurde da auch ausgestellt. Aber es kann auch sein, dass ich mich vertue. Du, natürlich, bei uns gibt es ausschließlich World Premieren, also klar. Aber auch Titel wie Frostpunk, ne? Das war bei euch am Start und Ahead in Time und sowas, also auf frühere Messen. Ist das dann tatsächlich so, dass ihr auf euren, ich glaube, 1500 Quadratmeter habe ich gelesen, dass dann jedes Spiel dieser, also es sind ja jetzt kuratierte Spiele, sprich, ihr habt die ausgewählt, redaktionell, nach bestimmten Kriterien, bekommt dann auch jedes Spiel für sich dann dort so einen Platz auch für sich. Genau. Also wir kümmern uns halt um so diesen ganz langweiligen Kram, um den keiner Bock hat, sich zu kümmern, ne? Strom, Teppich, Licht, also wirklich so langweilige Sachen. Aber jeder hat bei uns eine eigene Booth. Da gibt's dann auch Prints dazu zu jedem verschiedenen Booth-Types. Also wir haben dann, ne, Angebote für verschiedene Geldbeutelgrößen. Und genau. Ach so, die sind nicht alle gleichberechtigt quasi, sondern da gibt es schon größere Stände und kleinere auch. Genau. Also gerade, ne, unsere Small Booth ist ja bei uns alles handgebaut. Das hat unser Booth-Builder, der hat auch die Indie Arena Booth mitgegründet. Der hat Arcades gebaut aus Holz, selber entworfen. Der hat unsere Small Booth-Systeme selber entworfen und alle unsere Wände sind selber gebaut und so. Also da haben wir dann verschiedene Systeme uns selber zusammengeschustert und die kann man halt für je nachdem, wie viel Quadratmeter man halt hat, ne, buchen. Das klingt cool. Du hast auch meine Frage schon beantwortet. Ich wollte ja wissen, wie kommt man denn als junges Studio, als Entwicklerteam, ja, eben auf die Gamescom zu euch? Und da gab es einen Bewerbungsprozess, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da konnte quasi jeder, und zwar aus aller Welt, bei euch was einreichen. Genau, der ist dann immer schon, da muss man dann ein bisschen früh schon wissen, ob man auf die Gamescom möchte. Der fängt dann so immer so im März an. So nach der GDC ist immer so unser Stichpunkt. Da fängt alles an. Und dann ist das 1,5 Monate bis 2 Monate offen. Ist so ein Running Gag. Wir verlängern immer, weil wir dann merken, oh, wir haben gar keine Zeit für die Jury-Sitzung. Dann lass uns den Leuten dann noch ein bisschen mehr Zeit geben. Und dann währenddessen spielt halt die Jury auch schon alles und dann machen wir die finale Jury-Sitzung und dann haben wir eigentlich das Line-up immer so im Mai, Ende Mai, Anfang Juni fertig. Ja. Und dann geht halt alles los. Hier so richtig gut deutsche Bürokratie, hier ein Formular, da ein Formular, bei der USK einreichen und so weiter und so fort. Ja. Und müssen die Spiele, in welchem Zustand müssen die sein? Müssen die im Early Access sein als Beta oder müssen die tatsächlich komplett final sein? Auch da probieren wir einen möglichst großen Mix zu haben, weil wir wollen ja bei uns, ne, bei uns kannst du halt,
als Consumer, als Pressemensch, kannst du das Next Big Thing finden. Also das heißt, du kannst wirklich von Games, die ausschließlich ein Prototyp sind oder von Games, die schon kurz vor Release sind oder Games, die gerade released sind, also da gibt es tatsächlich alle möglichen Stati von Games. Das heißt, der Vorteil für die Teams ist tatsächlich auch, wenn sie es denn geschafft haben, dass sie dort vielleicht auch einen Publisher finden. Mhm. Da haben wir auch, also zu unserem Service gehört dazu, wir haben jetzt schon ganz lange so Gamescom-Erfahrung. Und wir haben festgestellt, die Business Area, die ist zwar, wir sind in Halle 10.2, die Business Area ist echt einmal nur raus und dann wieder rein. Aber viele Teams sind halt auch on a budget, gerade im Indie-Bereich. Und kommen dann alleine oder so und können ihre Booth gar nicht so verlassen. Das heißt, was wir noch gemacht haben, ist, dass wir in unserem Headquarter auch noch eine kleine Business Area abgetrennt haben. Da laden wir dann auch Publisher ein. Wir haben in unserem Backend auch noch so ein Matchmaking-System entwickelt, wo wir auch Publisher und Presse- und StreamerInnen einladen. Und die können dann auch im Vorfeld, kriegen die schon mal Access zu den ganzen Games. Da ist ein integrierter Messenger, da können die mit den Teams schreiben und so. Also das ist so, gehört zu unserem Service dazu noch. Das klingt nach einer riesigen Veranstaltung mit einer Win-Win-Situation, gerade für die Teams, die es dann dahin schaffen. Bevor ich dich weiter mit Fragen löchere, ich habe hier noch ein paar, machen wir mal eine kleine Trinkpause. Es ist ja unheimlich drückend da draußen. Wir sind beide in Hamburg, aber jetzt, ich habe gefühlt, hier drinnen habe ich immer noch so, weiß ich nicht, 30 Grad. Aber ich bin noch unterm Dach. Ha. Ja, es sind auch, glaube ich, 30, aber ich habe einfach meinen Schlafanzug heute Morgen nicht ausgezogen. Das kann man auch machen. Ja, und was machst du denn auf zu trinken? Ein Weini habe ich. Der hat eine komische Farbe, ehrlich gesagt. Das ist ein Weißburgunder. Okay, aber die Farbe ist nicht rot. Nee, die ist so, das ist so roséartig, sieht aber so nicht so richtig, also mehr so bernsteinig sieht es aus. Ja, Bernstein, siehst du, da kommen wir schon an das, was ich hier gerade aufmache. Das ist ein Highland Park, 12 Jahre alter Whisky aus Schottland, ein Single Malt und der Untertitel Viking Honor, habe ich noch nicht getrunken, hat mir jemand zugeschickt tatsächlich, weil er weiß, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige. Aber ich wusste auch nicht, dass es tatsächlich aus Schottland einen Wikinger Whisky gibt, den trinke ich jetzt mal. Ja, ist auch eher eine süße Sache. Also sonst denkt man ja bei Schottland immer an rauchig, torfig und so. Und der ist eher mild, würzig, süß. Schmeckt mir gut. So, jetzt aber schnell ein Wasser. Ich muss ja gestehen, ich kaufe auch Weini. Ich trinke wirklich gerne Wein. Aber ich bin, glaube ich, eine Banausin. Also ich trinke gerne guten Wein, aber ich kann mir Sachen nicht merken. Deswegen kaufe ich ausschließlich auch nach Etikett. Also ich weiß, welche... Nach Artdesign vom Etikett? Ja, Artdesign des Etiketts. Da bin ich richtig stumpf. Das ist ja geil. Was hast du denn da für Grauburgunder? Warte mal, ich guck mal kurz, Moment. Das ist von Becker. Sehr schönes, minimalistisches Etikett, schöne Flaschenform auch. Ja, keine Ahnung, was steht da denn drauf? 2021, Grauburgunder, halbtrocken. Ach, halbtrocken, okay, ja. Da, ich mag die immer nur trocken. Ich eigentlich auch. Wahrscheinlich fand ich das Etikett so schön, dass ich das halbtrocken übersehen habe. Ist ja auch vollkommen egal. Schmeckt auch echt lecker. Also ist auch nicht zu süß oder so. Es gibt nur einen Wein, den ich mir merken kann, sagen wir, merken ist übertrieben. Ich weiß, dass der von der Frau ist. Und hier gibt es das Vin Aqua Vin bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Mhm. Und dann gehe ich da hin und sage, ich möchte gerne den Wein von der Frau. Die wissen das mittlerweile schon, dass ich mir nicht merken kann, wie der heißt. Und jetzt weiß ich auch wieder. Von der Frau, das ist cool. Ja, es gibt nicht so viele Winzerinnen. Und das ist ein Riesling, der ist richtig lecker. Stefanie von irgendwas heißt die. Aber es ist der Frauenwein für mich und der schmeckt wirklich lecker. Wo du das mit dem Etikett erwähnt hast und mit dem Kaufreiz, der da ausgelöst wird, so habe ich früher ja tatsächlich auch Spiele gekauft. Mache ich immer noch so. Machst du echt? Das machst du nicht. Das machst du doch nicht. Ich kaufe random alles, muss ich dazu sagen. Okay. Also entweder kriege ich es geschenkt oder ich kaufe es auch. Ja. Also eigentlich kaufe ich auch alles. Meine Steam-Bibliothek ist riesengroß. Ich denke die ganze Zeit, jetzt wo ich so viel mit Indies zu tun habe, ich muss hier alles supporten. Ah. Deswegen kaufe ich random alles. Also früher, ich meine, ich gehe jetzt auf die 50 zu, ne? Wenn ich früher sage, ist das echt lange her. Da gab es noch keine,
kein Steam und nichts digital. Und da habe ich dann im Kaufhaus tatsächlich, auch so bei sowas wie Karstadt und so im Unsinn, hatten die das immer in Glasvitrinen, noch verschlossen Spiele. Verschlossen. Und dann konnte man immer so einen Typen herwinken und dann sagen, was man haben wollte. Und weil man jung und naiv auch noch nicht so informiert und schon gar kein Journalist war, habe ich dann auch tatsächlich irgendwo, ich habe so ein Roboter-Art-Design gesehen und habe dann gesagt, habe den dann gefragt, ne, ist das cool? Und was sagt so ein Verkäufer bei Karstadt, wenn er irgendwie von 200 Metern weiter rechts? Das Ganze ist richtig gut. Ja, mit nach Hause genommen. Den Roboter, ich weiß nicht mehr, ich wollte unbedingt mal rausfinden, wie das denn wirklich eigentlich hieß. Das habe ich verdrängt. Das Spiel war so ganz schlimm langweilig. Aber das Cover war gut. Ja. Ich kaufe nach Cover und nach Titel und alles. Und auch wenn Leute sagen, sie mögen es, aber ich habe so einen ganz speziellen Spielegeschmack. Ich habe zum Glück eine Freundesgruppe, die den sehr genau kennt. Manchmal schreibe ich da rein, die sind auch alle Games-Journalisten, und dann schreibe ich da rein und sage, ey, mag ich das und das Spiel? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Okay. Weil manchmal reden alle Leute über ein Spiel, dann kaufe ich das und denke, boah, toll, das will ich auch mögen, aber dann mag ich das einfach nicht. Okay, was bist du denn für ein Spielertyp? Eigentlich spiele ich am allerliebsten narrative Spiele. Narrativ ist, glaube ich, die Prämisse so. Ich mag egal, nicht ob schießen. Adventure, ne? Oder Action, Hauptsache die Story ist im Vordergrund. Ja, nee, also das Ding ist, ich möchte nicht schießen müssen. Mhm. Also wenn es sein muss, dann mache ich das auch, aber echt nicht so gerne, wenn dann so ein Schwert oder so ein Knüppel oder irgendwas, ne? Dann mag ich keine so Kartenspiele, außer Gwent. Und die Story muss gut sein. Und das Setting muss ich mögen. Und Setting mag ich zum Beispiel gar nicht, wenn das so Sci-Fi ist. Da fallen schon so viele Sachen raus, die ich dir gerade fast empfehlen wollte. Ja. Aber das ist cool. Ich hab mir Notizen gemacht, weil ich finde das immer ganz interessant, wenn man so ein Spieler-Psychoprofil anlegt. Also Science-Fiction magst du nicht und du willst kein, okay, du willst auch nicht ballern. Das ist ja meist in der Science-Fiction so, obwohl es gibt natürlich auch Rollenspiele, wo man nicht ballern muss. Sonst hätte ich dir zum Beispiel Citizen Sleeper empfohlen. Für mich so in Sachen Story ist das im Moment eines der herausragenden Spiele. Aber spielst du auch gern Rollenspiele? Ja, also ich halte zum Beispiel Witcher 3 für das beste Spiel aller Zeiten. Okay. Dann so Skyrim habe ich auch 50 Mal durchgespielt. Auf allen Konsolen. Ich bin quasi die Person, für die diese ganzen Memes gemacht worden sind, dass man Skyrim auf jeder Konsole, ich kaufe sie halt alle. Dann, was mochte ich denn noch? Wie heißt denn das, was alle auch gut finden mit dem... Nee, das mochte ich gar nicht. Okay, Dark Souls. Genau, ich mag auch nicht, wenn die Sachen so schwer sind. Okay. Ich habe keinerlei Frustrationstoleranz, also wirklich keinerlei. Wenn ich was nicht schaffe, dann stelle ich auf leicht, ist mir alles egal. Ich will halt das Spiel enjoyen und dann stelle ich es wieder auf schwer oder mittel oder so. Ne? Aber wenn ich irgendwas nicht schaffe, mehr als zweimal, habe ich keinen Bock mehr. Ja. Wie heißt denn das mit dem Würfel, das was so Pen and Paper mäßig ist? Mit dem Würfel? Disco Elysium. Ach, Disco Elysium, ja, geil. Das habe ich geliebt, sehr, sehr doll. Ja. Hier, Night in the Woods? Nee, wie heißt das denn? Das mit den Katzen. Strain meinst du nicht? Doch, das habe ich auch angefangen, finde ich auch gut. Aber ich meine, ein altes Point in... Night in the Woods ist es, glaube ich. Okay, Das ist so Coming-of-Age-mäßig, das finde ich gut. Ja, okay, dann ist das Spektrum ja doch schon ein bisschen weiter, ne? Weil wenn du sowohl die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die klassischen Rollenspiele zockst, auch in offener Welt, plus narrative Kleinigkeiten, also Disco Elysium und solche Sachen, dann ist es ja doch schon ein bisschen weit gefasst. Aber Fantasy ist eher dein Ding als Science-Fiction. Ja, God of War habe ich zum Beispiel auch richtig gern gespielt. Hellblade habe ich gern gespielt. So Rätsel mag ich auch, aber... Dann haust du ja schon gerne drauf auch. Ja, genau, kloppen ist gut, aber ich will halt nicht schießen müssen. Ich habe auch GTA gespielt, weil ich so schlecht schießen kann auch viel. Ach so, okay. Also das geht nur bei Fallout. Also ich bin auch Konsolenspielerin. Ich habe nämlich einen Mac. Und auf Mac kann man nicht spielen, wie ja alle Leute wissen. Ich probiere es dann doch manchmal. Also ich habe auch Minecraft ganz viel während Corona gespielt. Und ich weigere mich halt, ein Setup zu haben. Also
Ich will keine Tastatur, ich will keine Maus, ich will keinen Bildschirm, ich will diese ganze Technik nicht in meiner Wohnung haben, alles versteckt haben. deswegen spiele ich alles mit Gamepad oder mit meinem Trackpad. Und deswegen spiele ich eigentlich lieber auf der Switch oder auf der PlayStation 5. Und jetzt habe ich auch ein Steam Deck gekriegt. Also dann bist du ja schon, also dann bist du wirklich breit gefächert ausgerüstet. Ja. Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay, das war jetzt eine Tour de force durch deine Spielevorlieben. Wir kommen da sicherlich nochmal drauf zurück. jetzt wollte ich nochmal fragen, wegen der Indie Arena, diese 123 Spiele, die da vorgestellt werden und so weiter, dieser Prozess des Kuratierens und des Auswählens, der läuft dann über ein paar Monate, hast du gesagt, ne? Mhm. Also seit Anfang. Zwei, glaube ich. Okay. Mhm. Und wir haben uns ja kennengelernt in Hamburg bei der Game City. Da war ich Berater für so einen Pitch und du warst Beraterin. Genau. Und das machst du auch noch, ne? Also nebenbei dann. Oder hatte das was zu tun auch mit der Indie Arena so ein bisschen? Nö, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon lange in der Industrie, oder gar nicht so lange in der Industrie, aber ich habe halt sehr viel Ahnung von Dingen und dann wollen Leute ab und zu meine Ahnung wissen von Dingen. Also so wie du mich in so Podcasts einlädst zum Beispiel, laden mich manchmal Game Cities ein als Expertin irgendwo oder ich bin in ganz vielen Juries oder so halt. Ja, es dürften gerne noch mehr Game Cities werden. Für mich als freier Journalist bieten sich da auch Möglichkeiten. Ich habe ja, was mir aber Spaß macht, das habe ich gemerkt tatsächlich, ich habe ja über so viele Jahre fast ausschließlich als Redakteur gearbeitet und dann entwickelst du so einen gewissen Tunnelblick. Du hast es auch mit bestimmten Spieletypen zu tun, um die du nicht herumkommst und der direkte Weg zu den Entwicklern, der ist manchmal sehr weit weg, wenn der Publisher dazwischen sitzt. Und was mir gefällt an dieser Arbeit halt mit jungen Teams und mit Studios ist halt tatsächlich dieses Reden über die Handarbeit. Über Kleinigkeiten und über Dinge. Das macht mir sehr viel Spaß. Das habe ich während meiner Zeit bei 4Players auch ab und zu gemacht. Und das habe ich jetzt ein bisschen für mich wiederentdeckt. Und das ist halt wunderschön zu sehen, wie halt so kleine Gruppen ihre Projekte vorstellen und ihre Vision vorstellen. Und wenn man dann merkt, okay, den kannst du wirklich an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Tipp geben, ne? Ja, ich liebe das auch. Also ganz viele Teams, ich kenne ja jetzt auch wirklich viele durch die Indie-Arena-Booth und die fragen mich dann auch immer wieder, hey, kannst du noch mal über unser Pitch-Deck rüber gucken? Oder wir haben da und da ein Meeting. Ne? Und das finde ich auch einfach, das macht mir auch richtig viel Spaß, weil ich sehe ja auch wirklich wahnsinnig viele Pitches und viele Pitch-Decks. Und man kann da wirklich so viel falsch machen. Und das ist einfach Wissen, was ich auch gerade bei jungen Leuten, an die ich dann auch glaube, so an junge Teams, die dann vielleicht ihr erstes Projekt machen und die noch sehr unerfahren sind, dann gebe ich das auch echt gerne weiter und habe da auch, dann will ich auch, dass das Spiel erfolgreich wird. Und das scheitert ja auch oftmals an so doofen Formalitäten wirklich. Und da, genau, das finde ich auch, das macht mir echt großen Spaß. Was man schon merkt, ist der Wettbewerb, der ist so unfassbar dicht zusammengewachsen, weil die Auswahl extrem ist. Jetzt haben es bei euch, das muss man sich auch mal vorstellen, 123 Spieler haben es geschafft quasi. Hattest du gesagt, dass sich 300 beworben hatten? Oder? Ja. Also das ist ja auch schon so eine Masse. Also was auch jede Woche an Spielen rauskommt, da den Überblick zu behalten, ist selbst für mich, der sich jetzt hauptberuflich mit Spielen beschäftigt, nicht mehr so leicht, ehrlich gesagt. Und die Gefahr ist natürlich, oder was heißt die Gefahr? Es entsteht halt schon so ein Überfluss. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass dann auch so ein Überdruss entsteht, ne? Auch bei den Konsumenten. Ja, aber ich glaube dadurch, dass es ja auch wirklich, ne, alle haben ja auch unterschiedliche Geschmäcker an Spielen. Und es gibt halt auch nur eine begrenzte Anzahl an wirklich guten Spielen. Also, ne, es gibt vielleicht viele Leute, die Spiele machen und die das auch manchmal so hobbymäßig nebenbei machen und so. Und dann ist es vielleicht auch einfach nicht so gut. Und ich glaube, die Spiele, über die wird dann ja auch nicht gesprochen. Also ich glaube, es fallen schon viele sehr, sehr gute Spiele irgendwie unter den Tisch, weil die keine Visibility auf irgendeiner Form bekommen, weil ja auch massiv viel Glück dabei ist, ne? Ob die einen guten Publisher haben oder ob, wenn die self-publishen wollen, ob die gute Kontakte haben und so. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich eine begrenzte Anzahl an sehr guten Spielen. Das merke ich auch. Also wir haben starke Bewerbungen, Aber ich würde auch gerne manchmal mehr Spiele unterbringen, aber von diesen 300
Das sehe ich bei einigen schon auf den ersten Blick. Also mindestens bei 60, 70 Stück sehe ich auf den ersten Blick. Ja, nee, okay, das ist nichts. Ja, und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen abwägen, in welchem Prozess ist man jetzt? Ist man an einer Uni oder ist man in so einem Ausbildungsbetrieb, in Anführungsstrichen, wo es darum geht, dass die Leute halt überhaupt lernen, ein Spiel zu entwickeln? Oder ist man schon in einem Bereich, wo es darum geht, diese Spiele durchzuwinken für eine Förderung oder eben für den Wettbewerb? Und ich glaube, im Letzteren muss man dann tatsächlich im Feedback auch ein bisschen ehrlicher und damit manchmal auch härter sein. Genau, und es ist ja auch, ne, also wir hatten zum Beispiel auch manche Bewerbungen, die waren echt absurd. Also eine große Firma, die ich jetzt hier nicht näher nennen möchte, aber wirklich Multimilliardenkonzern, hat irgendein Werbespiel gemacht und sich bei uns beworben. So, wo ich so denke, ja, nice try, aber also das Spiel war natürlich auch echt blöd. Oder Leute, die einen sehr großen Namen hatten, haben sich bei uns beworben, aber das Spiel, also die Bewerbung war hingerotzt und also da war kein Gameplay oder irgendwas, das Spiel sah nach nichts aus und nur weil jemand einen großen Namen hat und irgendwie vor ein paar Jahrzehnten mal einen Hit hatte, kommt er halt nicht zu, also kannst du halt nicht dich drauf ausruhen, also das Spiel sah wirklich grottig aus. Ne? Deswegen hast du also Activision Blizzard nicht durchgewunken. Genau, die sind nicht bei uns. Also ich habe da auch eine wütende Mail von dem Menschen bekommen, wie kann das sein, weißt du eigentlich, wer wir sind? Und ich so, ja, aber ist mir egal. Weißt du, mit wem du dich da anlegst? Genau, und dann dachte ich auch kurz so, ja, ich weiß schon, mit wem ich mich anlege, aber es ist mir halt egal. Wenn ein Spiel halt doof ist, dann kommst du halt nicht rein. So. Ja, das ist aber auch die richtige Einstellung. Das gefällt mir. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber es ist auch so, der Wettbewerb, dadurch, dass eben so viel Auswahl da ist, ist natürlich die Erwartungshaltung jetzt, auch gerade bei den Leuten, die sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, die ist über die Jahre gestiegen. Mhm. Auch an Independent-Spiele. Das, was mal irgendwann mit Braid oder so anfing, wo man noch dachte, okay, jetzt gibt's hier, jetzt können kleine Spiele es auch schaffen, dass sie überhaupt Publicity gewinnen, dass sie Awards gewinnen und dass sie mal parallel zu dem AAA-Kram und AA-Kram besprochen werden. Das ist natürlich längst vorbei. Du hast heute das Gefühl, es gibt halt Blaupausen für bestimmte erfolgreiche Spielkonzepte. Stichwort hatten wir vorhin Roguelike und Co. Und daran versuchen sich die Leute natürlich, um das so ein bisschen nachzuahmen, was auch vollkommen legitim ist. Aber nur selten entsteht dann, es braucht heute viel mehr, um jemanden, ja, jetzt nicht so abgezockten, aber um einen erfahrenen Spieler wirklich zu begeistern, glaube ich. Ne? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es sind immer dieselben Sachen, die ziehen. Und das ist halt primär gutes Game Design. Also, ich meine, wie komplex ist Dorfromantik? Gar nicht mal so komplex. Aber das Spiel ist einfach genial. Also, so. Und weil es, das ist tatsächlich ein Spiel, was mir auch gefällt, was ich auch vorgestellt habe. Und da ist das Phänomen für mich, diese Einfachheit, also dieses Zen-Gaming, was in der Form mit dem Puzzeln und was mich als Brettspieler jetzt angesprochen hat, also es hat bei mir tatsächlich so einen Nerv getroffen, so ein des entspannten Spielens. Genau. Und das war, die haben es zur richtigen Zeit released, aber das ist ja jetzt nicht ein krass komplexes Open-World-Game. Nee. Oder irgendwas, ne? Aber das ist natürlich trotzdem einfach ein Spielprinzip, das zieht, das ist arschgut. Und ich meine, das ist das erste Spiel von den Süßis, ne? Mhm. Die haben auch einfach richtig viel Schwein gehabt. Aber das ist auch ein gutes Spiel. Und es ist halt, wenn du dann aber denkst, ja, okay, ich mache jetzt einen Klon von, boah, wie viele Cyberpunk-Spiele habe ich 2019 gesehen? Ne, oder die sich dann mit der Thematik, die dann probieren, so eine Welle zu surfen. Und ein paar von denen waren auch echt gut. Und da hat das vielleicht auch geklappt. Aber ne, wenn du halt das machst. Ja, ich glaube, was ich vielleicht sagen wollte, je mehr du dich in sehr etablierte, erfolgreiche Gefilde begibst, wo du drei, vier Titel nennen kannst, die herausragend sind, desto schwieriger wird es natürlich für den fünften, sechsten Titel. Weil der Anspruch an Art Design, Präsentation, Spielmechanik einfach, es sind halt Standards gesetzt worden über die Jahre, die auch ganz automatisch als Relevanzpunkte genommen werden. Ne? Das ist dann halt schwierig für junge Teams, wenn sie genau da reingehen. Und bei Dorfromantik war es eben so, in diesem Subgenre, sage ich jetzt mal, gab es nicht so viel. Diese Mischung, die war frisch und auf diese kleine Art charmant und innovativ.
Aber wenn du dich jetzt versuchst an Spielen wie, du hast jetzt den Witcher genannt zum Beispiel oder sowas. Mhm. Das sind natürlich Dinge, okay, da wissen kleine Teams, wir haben weder die Engine noch die Power, um eine offene Fantasy-Welt zu erschaffen. Aber vielleicht gehen wir eben eine Stufe runter und gehen in Richtung Baldur's Gate oder sowas oder Disco Elysium. Und da merke ich dann, oder ist zumindest mein Eindruck, ja, auch kleine Teams können richtig Großartiges, Geniales schaffen, aber dann sind die Leute, die dahinter sitzen, auch schon auf ihre Art wirklich sehr herausragende Künstler. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Herausforderung, ne? Und ich meine, man muss auch sowieso erstmal, das merke ich halt auch, wenn ich mit so Studierenden spreche. Wenn die, also ich unterrichte auch so ab und zu, gebe ich so ein Seminar an der SAE oder ne, auch in der HAW, mit denen spreche ich ab und zu. Und dann höre ich das wirklich oft, dass da Leute im dritten Semester und die erzählen mir dann einen vom Pferd, dass die, der eine wollte ein Open World Space Raum Management Shooter bla alleine als sein Projekt machen und ich so, ja, du, das schaffst du nicht. Ne? Und das ist natürlich, das wollen viele Leute, gerade so junge Teams am Anfang, ne, denken ja, okay, ich mag das und das Spiel, deswegen mache ich jetzt so ein Spiel, aber ein besser. Und es ist natürlich wichtig, auch die eigenen Limitationen zu kennen und dann vielleicht auch erstmal zu gucken, hey, was ist der Fun-Faktor? Und dem habe ich zum Beispiel auch geraten, hey, okay, was ist denn der Angle? Brauchst du dieses Open World gelöt denn wirklich? Weil eigentlich ging es darum, dass er so ein Delivery-Geschichte machen wollte mit seinem Space-Kram. Hm. Und ich dachte, vielleicht ist es ja auch einfach also so parkourmäßig. Und habe ich gedacht, mach's doch vielleicht in Levels. Dann probierst du erstmal den Game Loop aus. Du guckst, bringt das denn wirklich Spaß von Punkt A nach Punkt B irgendwas, ne? Bau erstmal einen Parcours und der ist dann set und dann kannst du immer noch gucken. Also das auch ein bisschen runter zu scalen. Und zu gucken, was ist denn die Essenz des, warum ist das gut, warum ist das wichtig? Und für ein Open-World-Spiel brauchst du halt auch einfach mal 70 Leute. Das ist halt einfach so. So. Und das lernen dann viele, also viele, die dann auch schon ein Spiel mal rausgebracht haben oder so, die checken das auch. Das ist, glaube ich, eher die, so eine Problematik von Studierenden, die ich aber auch gut nachvollziehen kann, ne? Die Herausforderung, ich bin immer begeistert, dass da draußen Leute noch so viel, ja, so viel Spaß an der Idee haben, etwas zu schaffen. Ja, das ist auch wirklich schön. Man sieht ja auch wirklich, dass aus so Game Jam Spielen, ne? Also die sollen im Idealfall sollen die mal alle einen Game Jam besuchen und dann einfach auch so Konzepte ausprobieren. Die Herausforderung ist, glaube ich, wenn du diese Vision hast, wenn du wirklich ein Ziel hast, den richtigen Kanal dafür zu finden. Also, dass du nicht gleich das ganze Universum abbilden musst oder willst, sondern dass du wirklich für deine spezielle Idee diesen Kanal findest, sowohl technisch als auch thematisch und die dann da verwirklichen kannst. Es gibt ja auch super Beispiele dafür, dass es gelingen kann, auch einzelnen Entwicklern, wenn sie sich eben tatsächlich ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, ja, und ich meine Open World oder so Level Open World, ne? Wie heißt denn das Spiel aus NRW mit diesem kleinen süßen Männchen? Oh, Omno. Das ist ja auch ein Ein-Menschen-Projekt. Mhm. Und das hat ja auch so Open-World-Anmaßungen, ne? Da gibt es dann immer also es ist auch wirklich ganz relaxing, ganz schön, man sammelt irgendwelche Dinge ein und hat ganz viele niedliche kleine Tiere, die man erkennt und so. So ein bisschen Journey-Vibes hat das. Und das hat ein Mensch alleine entwickelt und der hat, ne, der hätte wahrscheinlich auch am allerliebsten, schätze ich mal, ein ganz Open-World-Spiel gemacht, aber dann hat er sich halt entschieden, das so in Level-basiert zu machen. Also ein Level ist eine relativ große Welt. Und da hat er dann verschiedene Punkte gesetzt und so funktioniert das halt. Also viele brauchen ja auch, wer braucht denn diese Witcher-Open-World-Sache? Für was für ein Spiel brauchst du das? Für die wenigsten in Wirklichkeit. In den meisten Fällen wäre das eher verwirrend, wenn du das, ne, wenn du, dann findest du dich als Spielerin gar nicht da zurecht oder so. Aber ich glaube, das sind wirklich Problematiken, die viele jüngere oder unerfahrenere Teams, die lernen das dann. Aber auch nach einer Zeit. Um nochmal auf deinen Etikettkauf zurückzukommen. Mhm. Gibt es denn noch Beispiele, wo du auf den ersten Blick angefixt warst vom Art-Design, und also vom Etikett, von der Aufmachung eines Spiels und dann gemerkt hast, dass das spielmechanisch nicht funktioniert und in sich Gott, das passiert mir ständig. Aber auch ja, weil mein Spielgeschmack so super speziell ist, ne? Was fand ich denn richtig? Ich glaube, aber es war auch, weil alle drüber geredet haben,
Aber ich mag, also das ist gar nicht meine Art Spiel, das war Sayonara Wild Hearts. Ich mag solche Spiele gar nicht. Das ist auch so mit, ne, was war denn da, man macht so Rennen und so. Fand ich total doof. Alle haben es gehypt, ich fand das Artwork nice und dachte, ja, kaufe ich, spiele ich. Dann war ich richtig enttäuscht, aber ich weiß auch, dass das nicht an denen liegt, sondern an mir. Es gibt auch ein Beispiel, ein aktuelleres, also wo ich weiß, mir gefällt das Art-Design eigentlich. Ich finde den Style cool, aber ich werde das Spiel nicht mögen. Und zwar ist das Rollerdrome. Das ist ja dieses auf Rollerblades der Shooter. Bei Devolver ist, glaube ich, im Programm auch. Und das ist auch so ein Beispiel. Ich weiß, es ist wirklich stylisch, es sieht richtig schick aus, aber ich mag einfach keinen Shooter auf Rollerblades Ja, und spielen. wie gerne hätte ich Elden Ring gemocht. Weißt du, ich wollte es wirklich gerne mögen. Aber es ist einfach nicht mein Spiel und das ist nicht die Schuld von Elden Ring. Ich finde es einfach scheiße und so ist es. Und, aber jetzt, du hast ja immerhin, hast du ja Skyrim gespielt und Witcher. Und warum ist Elden Ring Naja, scheiße? erstmal bin ich wie so ein dummer Mensch am Tutorial vorbeigelaufen und habe dann gar nicht geschnallt, was ich machen muss. Und da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich spieldesignmäßig schon, das ist ein Flaw, würde ich sagen, dass man am Tutorial vorbeirennen kann. Und dann war es mir einfach zu schwer, wenn mich so Wölfis instant zerfleischen. Und ich habe ja auch gar nicht geschnallt, wie ich Sachen mache, weil ich ja das Tutorial nicht gerafft habe. Und dann hatte ich auch einfach keinen Bock mehr. So, Einspruch, Einspruch. Ja. Ja, weil das mit dem Tutorial ist, es, ich sag mal so, man muss schon, also man kann es schon finden. Ja, aber ich habe gedacht, das war doch da, wo der Mensch sagt, spring mal da runter. Und dann dachte ich, ja, auf gar keinen Fall. Du sitzt hier random in so einer Höhle. Ich mache überhaupt nicht, was du sagst. Also, weil der hat ja, also, Okay. ne, das war ja, ich habe gedacht, der will mich ja verarschen. Der will, dann ist da unten ein Monster oder so. Ah, da warst du von Anfang an, bist du mit einer gewissen Angst Skeptisch und reingegangen. Angst, ja, genau. Und dann habe ich Okay. gedacht, ja, dann dachte ich, okay, dann ist das so, ne? Weil du weißt, dass es das bei Skyrim und dem Witcher natürlich in der Form nicht geben könnte, dass du da in so ein tiefes Loch fallen könntest, wo du nicht mehr rauskommst. Ja, und genau, und ich hatte es schon vorher, weil ich so dachte, oh, ich weiß auch eigentlich wahrscheinlich, dass es nicht mein Ding ist, weil alle immer so, das ist so schwer, das ist so schwer. Und dann habe ich schon gedacht, oh Mann, ich habe gar keinen Bock, dass es so schwer ist. Und dann habe ich halt so eine Kopie geschenkt gekriegt, also gekauft hätte ich mir das auch nicht, weil ich glaube, die brauchen meine Kohle nicht so dringend wie irgendwelche Indies. Und dann habe ich das so ein bisschen gespielt und ich habe es wirklich versucht, ne? Aber ich weiß auch, ich habe damit einfach keinen Spaß gehabt. Ich werde jetzt auch nicht versuchen, dich zu missionieren, denn ich bin ja Atheist. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung, wenn man auch mit Elden Ring keinen Spaß hat. Aber das ist dann halt auch, ich sag mal so, diese großen Spiele oder das, was diese Leuchttürme, diese Meilensteine da draußen, und jeder hat ja für sich so auch andere, je nachdem, was er bevorzugt. Die sind natürlich insofern auch immer eine Inspiration für kleine Teams, wenn sie dann sagen, deswegen ist es auch immer charmant, wenn einer sagt, wir würden gerne sowas machen im Stil von Zelda. Ich glaube, das ist noch so eine Stufe, einerseits eine Stufe unter Elden Ring, andererseits denke ich mir dann immer, okay, welches Zelda meinst du? Alle. Bist du dir sicher? Und wenn man sich dann, das ist halt auch sympathisch, weil du brauchst, jeder hat ja so seine Vorbilder, seine Ideale, an denen er sich orientiert, auch egal ob jetzt in der Literatur oder weiß ich nicht, in der Kunst auch. Ja, die Leistung oder das, was daraus entstehen muss, ist halt immer wieder auch etwas Neues, ne? Ja, auf jeden Fall. Und weil ich meine, aber das ist ja klar. Eigentlich bei Büchern oder bei Filmen ist ja auch so, es wurde ja theoretisch alles schon erzählt, dass irgendjemand das Rad neu erfindet, das ist relativ selten, aber man kann einfach gewisse Sachen noch mal besser oder anders umsetzen und da dann wieder was Neues finden. Ich glaube, dass die Voraussetzung dafür ist auch, manche sind halt Autodidakten tatsächlich, gerade diese Solo-Entwickler oder so, das ist wirklich, da schlackert man mit den Ohren, was die sich alles beibringen selbst auch. Und manchen traut man wirklich zu. Ich habe jetzt kürzlich mit dem Stefan Hövel übrigens geschnackt über Death Trash, wie das entstanden ist. Der hatte am Anfang auch, der hat sich Art, Coden, Texten, das hat er am Anfang alles alleine gemacht. Und was er gut gemacht hat, ist tatsächlich, sich eine Technologie zu suchen oder auch eine Darstellungsform zu suchen, wo man merkt, okay, da kann ich zumindest mal die ersten Szenen wuppen. Der hat halt mit seinem ersten Art-Design schon abgeliefert. Im Grunde war das, was du meintest, dieses, da kickt mich etwas visuell. Also das Etikett oder für mich die Verpackung. Und das hat er damals geschafft mit seinem Art-Design zu Fallout, wo er noch gar kein Spiel irgendwie in der Beta hatte oder im Kopf hatte. Und so kann das manchmal auch gelingen. Also, dass jemand einfach eine gewisse Ästhetik vor Augen hat, bringt die wirklich zu Papier, hat ein Art-Design und sagt, okay,
von diesem Punkt aus, der liefert ab, versuche ich jetzt mein Spiel zu entwickeln. Kann natürlich auch scheitern danach. Genau, aber ich glaube dann auch so kleinere finden immer wieder eine Fanbase. Ne? Zum Glück sind wir ja alle unterschiedlich und es gibt dann Leute, die mögen Elden Ring, es gibt dann Leute, die mögen nicht Elden Ring und es ist so, also ich glaube, bei fast allen, wenn das handwerklich gut gemacht ist, bei allen Spielen, findet sich irgendeine kleine Nische, wenn man dann noch die Kraft hat, wenn man so ein Spiel alleine entwickelt hat, sich um eine Community zu kümmern, aber das ist eine andere Frage. Es ist manchmal wie im Ozean mit diesen Putzerfischen. Also du hast da diesen riesigen Wal oder diesen Orca, der da unterwegs ist und der halt jetzt das Elden Ring ist, das da in der Tiefe unterwegs ist, da kommt keiner ran, aber da sind immer kleine Fische noch unterwegs, die irgendwie auch davon profitieren. Und manchmal ist so eine kleine Hommage an Zelda, an Resident Evil, an Elden Ring oder an Skyrim. Manchmal kann auch so eine Hommage genau das Richtige sein, ne? Total. Und ich meine, wie schon gesagt, also ich wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Elden Ring macht, was ich mag, also so genremäßig, weil ich glaube, ich würde es theoretisch mögen. Wenn man nur irgendwas anders machen würde, was ich nicht genau benennen kann, aber ich glaube, es werden sich Leute davon inspirieren lassen und dann wird dabei irgendwas abfallen, was vielleicht die Hardcore Elden Ring Leute dann total doof finden, weil ich es dann halt mag und andersrum. Also freue ich mich drauf, wenn irgendjemand so einen Elden Ring-Klon macht, den ich mag. Du reizt mich nur doch wieder so ein bisschen. Ich tue es aber nicht. Ich freue mich auch schon. Wahrscheinlich hassen mich danach alle Leute, weil ich Elden Ring nicht mag. Ich weiß, dass man da mal vorsichtig sein muss. Es gibt ja so Spiele, die alle dann immer gut finden und gut finden wollen und wollen dann auch, dass alle, wie so Star Wars-Fans, weißt du? Ich sag ja, die gesunde Abscheu ist schon auch wichtig. Ich fand das auch immer sehr erfrischend, wenn dann das war bei uns eigentlich auch schon immer alltäglich, dass es irgendeine Serie gab, drei Redakteure haben die abgefeiert und einer saß in der Ecke und hat nur gewartet auf den Moment, wo er dann sagen konnte, was das für ein Scheiß ist. und durch diese Reibung, durch diesen Austausch, ja, was findest du denn schlecht und so weiter, manchmal entsteht gerade dadurch eigentlich auch eine gute Kritik. Ja. Es ist ja zum Beispiel bei uns in der Jury-Sitzung, ne? Wenn ich die, deswegen haben wir eine diverse Jury. Das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu sagen. Wenn ich die Indie-Arena-Booth alleine kuratieren würde, dann wären da nur narrative Point-and-Click-Adventure. Und alle, die auf die Gamescom kommen, so, oh, alter Schwede. Aber dadurch, dass wir ganz viele Menschen haben mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Expertisen, haben wir natürlich auch ich kann einfach manche Genres nicht beurteilen, wenn die einfach was sind, was ich als Spielerin nicht enjoye, so. Und das ist nur ein Geschmack, sau langweilig, aber viele Geschmäcker, sau gut, so. Also, ne, das ist ja auch, ich muss ja jetzt auch nicht, ich kann damit umgehen, wenn Leute Elden Ring gut finden, und die müssen damit umgehen, wenn ich das nicht gut finde, ohne dass das ein Graben zwischen uns gräbt. Nee, ich glaube, wer Spiele mag, wer Spiele richtig mag, das Zocken mag, der ist eigentlich auch immer irgendwie ein Spielefresser, der mag sehr viel. Und der kann auch verstehen, selbst wenn er nicht reinbeißt in die eine oder andere Ecke, der kann, glaube ich, verstehen, warum es anderen gut schmeckt. Aber ich weiß nicht, ich habe da schon, also so in dieser mainstreamigeren Bubble, habe ich manchmal schon den Eindruck, dass das wirklich, ich hatte ja vorhin auch diese Star-Wars-Fan-Analogie, das ist ja auch so ein Beißreflex, den nehme ich bei Star-Wars-Fans viel wahr. Jetzt mache ich wahrscheinlich noch mehr Feinde. Aber weißt du, dass die ganz alten Filme und dann kamen die neuen. Und dann die ganz alten Star-Wars-Fans so, das ist nicht Star-Wars, richtig scheiße. Und mal ganz abgesehen davon, was wir von Anakin Skywalker als Kind oder Jar Jar Binks halten, dass Leute das einfach enjoyen können, ohne dass sie Blutsverräter sind, weil sie das mögen. Und dasselbe haben wir ja auch jetzt. Jetzt sind die Leute, die mit den Star Wars, mit Baby Anakin aufgewachsen sind, die sind jetzt erwachsen, damit sind die halt aufgewachsen und jetzt kommen die Neuen. Und dann wieder, und jetzt ist er eine Frau, die haben den ganzen Trash gekriegt von den alten Star Wars Fans. Und so, weißt du, das habe ich auch den Eindruck, dass das bei Spielen ganz oft so ist. Also das hat man auch bei Cyberpunk, ne? Alle Leute, die Cyberpunk vorher immer so, da hat irgendjemand was gesagt, oh, das und das gefällt mir nicht. Und dann alle so, was, das ist das beste Spiel der Welt, ich kann gar nicht verstehen das, bla bla bla.
oder irgendwelche Leute, Game-Journalisten, die für irgendwelche Ratings von Games angegangen werden. Ich habe schon das Gefühl, dass das schon eine toxisch Dummbubble ist zum Teil. Nein, das kann ich aus meiner Erfahrung überhaupt gar nicht bestätigen, dass es da jemals Konflikte gab oder Fanlager. Also ich kann mich an gar keine Wertung erinnern, die überhaupt jemals diskutiert wurden. Also ich fände das sogar bis zu einem gewissen Grad war das immer Teil dieser Energie, die auch in dieser Spielewelt steckt, dass sich Leute, die eine Leidenschaft für was haben, dass sie eben auch tatsächlich dann letztlich Schmerzen empfinden, wenn ihre Serie oder ihr Kulturgut oder ihr Lieblingsspiel, wenn das in eine Form gebracht wird, die sie nicht mehr mögen. Ich kann das sogar als Kritiker nachvollziehen, weil eine Zeit lang, so Anfang der 2000er und so, wurden viele Serien ja fast schon vergewaltigt, weil man gemerkt hat, dass zum Beispiel Marketing und Co., Verkaufsinteressen, Zielgruppenforschung, weil immer mehr diese wirtschaftlichen Interessen direkt im Spieldesign spürbar waren eine Zeit lang. Und das ist etwas, das mir zum Beispiel als Kritiker dann übel aufgestoßen ist und wo ich dann selber so einer war, der gesagt hat, nee, Leute, das ist für mich kein Resident Evil mehr. Und das ist für mich auch kein Thief mehr, was ihr da abgeliefert habt. Und da war ich dann auch in dieser Rolle des, obwohl du natürlich da drin sein musst, auch als Kritiker. Du musst manchmal den Leuten wehtun. Aber ich glaube, ich habe ich habe mich dann schon eher angelegt mit dem grundsätzlichen spielepolitischen auch Willen dahinter, ne? Also der eine Reihe in eine bestimmte Form bringen wollte. Aber hätte dann irgendjemand gesagt, oh, aber ich fand den Resident Evil Teil richtig geil, hat mir richtig viel Spaß gemacht, hättest du auch nicht gesagt, was, du hast gar keinen Geschmack, bla bla bla, ne? Dann hättest du gesagt, people enjoy things oder auch don't enjoy things, dann ist doch gut. Ja, das denke ich auch immer. Also was ich immer so auf der psychologischen Ebene nicht ganz verstanden habe, ist, wenn man dann, also dass man Sachen scheiße findet, Filme und Co. und alles mögliche und Serien, das ist ja voll normal. Jeder von uns hat da ja ist ja so ein Charakter für sich oder meint er zumindest zu sein. Aber was ich dann nicht verstanden habe, ist, wenn Leute merken, dass andere Spaß haben mit etwas. Und dann muss man das so schlecht machen, ne? Ja, genau, dass sie dann halt Energie investieren und zum Beispiel auch genau in diese Foren gehen, genau, ja, in die Threads gehen und aber so weiter. Aber das sind auch Leute, und jetzt sage ich noch was, wofür alle mich hassen, das sind Leute, die halt so populärkulturelle Güter mit einer Personality verwechseln. Die denken, das wäre eine Charaktereigenschaft, irgendwas gut zu finden. Und es ist halt nicht so. Das ist halt, du kannst was gut finden und du kannst was, also du kannst Star Wars gut finden, den alten, den neuen, den mittleren, whatever, aber das ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Punkt. Und das ist auch kein Angriff, wenn jemand anders das nicht gut findet oder was anderes gut findet oder so. Ja, das ist ja auch diese, wenn man über Filme gesprochen hat, über TV-Serien und so weiter, da gibt es ja viele Beispiele, wo du dann auf einmal dieses Augenrollen erkennst beim Gegenüber, so nach dem Motto, okay, das hätte ich von dir nicht gedacht. Also, dass du jetzt diese Serie gut findest oder diesen Film. Und das kann lustig sein. Und man ist da ja, man ist da nicht gefeit. Ich habe einen Freund. Vielleicht, hier, den kennen vielleicht auch Menschen. Ich habe mit Fabian Döhler, der wollte Jerks unbedingt gucken. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, es ist das Witzigste auf der Welt. Es ist das Allerwitzigste. Und dann hat er mich gezwungen, mit ihm Jerks zu gucken. Und ich fand's halt null witzig. Ich fand's halt auch richtig schlecht. Und ich sah nur, wir saßen da so und er schielte die ganze Zeit so rüber. Und ich habe mich dann auch zusammengerissen, ich habe ja nicht die ganze Zeit gesagt, boah, was ist das für ein Scheiß, sondern ich habe einfach nicht gelacht. Ich fand es einfach richtig schrecklich. Und dann erzählt er mir jetzt die ganze Zeit, er kann Jerks nicht mehr gut finden, weil ich so scheiße fand. Und ich habe noch nicht mal was gesagt. Ich habe noch nicht mal gesagt, boah, das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Sondern ich habe es einfach nicht enjoyed und ich habe es ihm aus Versehen vermiest, indem ich es nicht gut fand. Ich kann das nachempfinden, wenn ich so ein Lieblings-irgendwas habe. Und dann gebe ich mein Lieblingsbuch oder mein Lieblingsspiel, mein Lieblingsfilm, das gebe ich jemandem und ich denke, boah, das gefällt ihm bestimmt. Und dann mag er das nicht. Dann denke ich auch so, oh Mann, wie kann es denn sein? Aber meine Güte. Die schlimmste Kritik, ne, die kann tatsächlich sein, einfach das Schweigen, etwas zurückzugeben oder einfach nichts zu sagen. Ich weiß nicht, Jerks hört sich an wie, ich kenne es nicht, ist Comedy oder was? Oh, das ist fürchter. Das ist so mit Ulmen, so eine doofe Comedy-Serie. Also ich fand das ganz unwitzig. Ich fand es richtig cringe-schämig. Aber ich glaube, das ist auch das Konzept, so dieses Cringe-Schämen, also ganz schlimm, aber ich fand's, also,
Ja, Humor ist ganz schlimm. Letztens hatte ich das bei dieser Serie hier, bei dieser Auskopplung von Sell Drugs Online hier, Buba oder wie das Ding heißt. Schon Spin-offs? Ja, ein Spin-off, so eine, auch soll lustig sein. Und ich fand es auch am Anfang, als ich das Cover gesehen habe, tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema. Da dachte ich, den Typen kenne ich doch. Das war doch der sich bei dieser TV-Serie, der sich selbst erschossen hat quasi mit dieser nachgebauten Knarre. Das war ein sehr lustiger Moment. Und da dachte ich mir, okay, gucke ich mir die Auskopplung mal an. Und da ging es mir ähnlich wie dir. Es fing an und ich dachte, okay, gleich geht's los. Vielleicht fange ich gleich an zu schmunzeln. Und es war einfach so scheiße unlustig. Ich saß da auch nur, hab keine Miene verzogen. Und das kann dann auch für denjenigen, der es guckt und der es amüsant findet, unangenehm sein. Also, ja. Kenne ich. Und das ist halt manchmal so. Und mich quält es auch, wenn Leute meine Lieblingsmedien nicht so enjoyen. Und wenn es gute Freunde sind, pöbel ich sie auch dafür an. Aber ich würde niemals online jemandem sagen, wenn ich sage, oh, ich mochte Witcher 3 richtig gerne, der sagt, ich fand's echt doof. Dann würde ich sagen, okay, you do you und alles cool. Und ich gehe mal davon aus, dass Entwicklerteams auch noch keine Hasstiraden von dir. Außer die Dorfromantik, Leute. Das möchte ich auch hier nochmal in diesem Podcast öffentlich machen. Die immer noch keine Mac-Version rausgebracht haben, obwohl sie es mir versprochen haben. Ah, okay. Einmal kurz Public Shaming an Tucana Interactive an dieser Stelle. Ja, jetzt haben wir sehr viel über das gesprochen. Wir haben über Hass gesprochen, über Etiketten, über Spiele, die wir mögen und die wir nicht mögen, über deine Arbeit. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie du eigentlich in dieses Business gekommen bist, in diese Spielebranche. Ich weiß, du bist studierte Sozialarbeiterin. Das ist das, was ich recherchieren konnte. Alles andere musst du sagen. Ja, tatsächlich ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte. Also ich habe ganz lange als Sozialarbeiterin auch gearbeitet, aber ich habe freiberuflich immer das Play-Festival hier in Hamburg kuratiert. Also ich war so freiberufliche Kuratorin und habe auch in der Medienpädagogik viel gearbeitet. Also ich hatte schon immer so einen Schnittpunkt zu Games, ne? Und auch Games als Medium dann einsetzen, um damit künstlerisch sich auszudrücken, bla bla bla, diesen ganzen Kram. Und ich war in einer Wohngruppe Sozialarbeiterin und das war eine ganz tolle Wohngruppe und die Kinder waren da ganz lange. Ich habe da 7 Jahre gearbeitet. Als ich anfing, waren die irgendwie 12 und dann waren die da irgendwie schon 19, 20, 21, sind alle ausgezogen. Und habe ich gedacht, okay, es können keine Kinder auf dieser Welt mehr so cool sein wie die. Ich mache jetzt was anderes. Und dann habe ich gekündigt. Und dann wollte ich eigentlich, weil ich lernen wollte, für mich persönlich nicht immer so viel Verantwortung für Sachen zu übernehmen, wollte ich eigentlich bei Butni arbeiten. Oder bei der Müllabfuhr habe ich auch eine Initiativbewerbung geschrieben, weil ich unbedingt in diesem Auto mitfahren wollte. Fand ich echt cool. Die haben in Hamburg so Panoramascheiben und so, finde ich echt gut. Die haben mich nicht genommen, ich habe auch keinen Führerschein. Und dann habe ich Wolf, das ist der Chef von Supercrowd, den kannte ich schon ganz lange, weil ich ja auch so Verflechtungen hatte mit der Games-Branche schon immer. Der hat mir irgendeinen Flyer damals für die Mac gezeigt. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er ein Druckfehler ist und was das überhaupt für ein scheiß Flyer ist. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich arbeitslos bin jetzt bald und das geil finde. Und dann hat er gesagt, oh, willst du nicht bei mir arbeiten? Und seitdem arbeite ich da. Das ist cool. Ja, jetzt habe ich wieder Verantwortung, ganz viel, aber ich habe jetzt auch mich damit abgefunden, dass ich offensichtlich immer Verantwortung an mich reiße. Ja, das klingt nach sehr viel, sage ich mal, Initiative und auch nach ein bisschen, bist du ein Glückskind? Würde ich sagen, ja. Doch. Ja. Also es ist zumindest eine, ja, es ist jetzt keine märchenhafte Geschichte, aber es ist schon eine sehr schöne Geschichte. Ja, ich dachte, also habe ich das Programm gemacht für die Mac und das war so mit Manga und Cosplay und so und das interessiert mich gar nicht so doll. Und habe ich gedacht, ja gut, das war auch eigentlich nur für 2 Monate und danach hatten die eigentlich gar keinen Job für mich, aber irgendwie haben die gesagt, ach Mann, irgendwas finden wir schon. Bleib mal bei uns, so. Und dann ist irgendwann die Indie-Arena-Booth frei geworden und ich mochte die Indie-Arena-Booth. Das war schon immer mein Lieblingsort auch auf der Gamescom. Ich fand die Gamescom auch immer ganz schrecklich, außer die Indie-Arena-Booth. Und dann haben die gesagt, willst du das nicht machen? Und ich so, oh ja, geil, kein Manga mehr, sondern Indie-Games, das liegt mir viel mehr. Und seitdem mache ich das und die Indie-Arena-Booth ist auch immer noch mein Safe
Space auf der Gamescom, obwohl ich jetzt so viel Verantwortung dafür habe. Also das ist wirklich der schönste Ort auf der Gamescom. Jetzt betreust du quasi andere Kinder. Genau, jetzt es ist auch soziale Arbeit und Projektmanagement ist eins zu eins dasselbe. Es ist wirklich dasselbe. Man muss gucken, dass es allen Leuten gut geht. Das meiste, wenn was nicht klappt, ist Kommunikation oder irgendjemand fühlt sich nicht gewertschätzt. Dann ruft man da einmal an, dann sagt man dem, dass man den mag und dass alles cool ist. Und dann, meine Fresse, dann ist es das so, ne? Vorhin hast du das Play-Festival erwähnt, da hatten wir auch ab und zu mal berichtet und dann kennst du ja wahrscheinlich auch die Christina Kutscher. Ja, natürlich. Habt ihr dann da zusammengearbeitet? Vielleicht meinen Sie, war genau, auch mit Christina habe ich zusammen den Creative Gaming Award ganz lange betreut. Den haben wir auch erfunden, Christina und ich, und den haben wir ganz lang gemacht. Das gibt's doch, hier habe ich doch schon wieder was hier notiert. Und Christina ist auch in dieser Freundesgruppe, in dieser, wo ich ab und zu in die Chatgruppe reinschreibe, ob ich ein Spiel mag, weil Christina weiß, was ich für Spiele mag. Aber Christina mag Eldring. Ich weiß, aber sie weiß, dass ich das nicht mag und sie wusste das auch vor mir. Ich habe dir das dann da reingeschrieben, ich habe das probiert und sie so, ja, hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay, cool. Ja, super. Also, das ist doch, das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mein Wein ist auch schon fast alle. Ja, mein Whisky Gott sei Dank nicht, es ist auch eine ganze Flasche. aber der Highland Park, nochmal für alle Interessierten da draußen, das kann man gut trinken. Da hast du mit Sicherheit jetzt noch viel zu tun, ne? Ja, übermorgen fahre ich schon nach Köln. Oh, das ist aber früh. Ja, die bauen schon seit gestern auf, die Kinder. Teppich und Licht und so. Und sind schon alle ganz doll. Und wenn jetzt dann stehen die Wände, wenn ich dann komme. Und dann mache ich da vor Ort Sachen. Ja. Okay, ich bin ja dies Jahr nicht in Köln. Okay, wieso das denn? Ich mochte die Messe nie, jetzt kann ich es ja sagen. ich habe für mein Projektmagazin hier Spielvertiefung, das ist auch noch eine Beta, ich kann das noch nicht richtig promoten, ich habe noch nicht mal irgendwie, du hast Flyer erwähnt oder so, das wäre mal eine gute Idee eigentlich. Nee, das ist Umweltschweinerei, das macht man nicht mehr, erst 2022. Okay, siehst du, dann lasse ich es weg. So, aber ich habe noch kein Konzept, wie ich das promoten könnte und ich würde da nur so viel mit Leuten schnacken, wie du gemerkt hast, rede ich dann auch viel. Aber das ist doch das Schöne. Ja, aber ich habe auch noch ein paar Sachen zu tun und ich weiß, da würde ich 3-4 Tage lang nur trinken und reden. Ja, und? Kann ich mir als Selbstständiger nicht erlauben. Du kannst aber auch, wir haben ja auch eine Online-Plattform für Leute wie dich. Da kannst du Indie Arena Booth online in deinem Browser spielen auf Gamescom Now. Kannst du halt unser Framework ausprobieren, das ist ganz lustig, gibst ein paar Quests, kannst ein bisschen was sammeln und so weiter. Und dann kannst du dir trotzdem alle Spiele-Demos angucken, weil wir auch ein Steam-Event haben. Also falls du irgendwas aus dem Line-Up siehst, was richtig geil ist, wir haben ein Steam-Event, da sind die ganzen Demos spielbar, also wirklich fast alle. Oder Games sind auch discounted, also ich empfehle es sehr. Ich habe ja auch schon was gefunden, da habe ich den Code schon, ich hatte ja I Was a Teenage Ex-Colonist erwähnt. Ja. Das macht mich thematisch neugierig. Ich weiß nicht, ob es auch abliefern kann, aber wenn du das mitkuratiert hast. Ich mag's. Es ist so ein bisschen dating-simulatorisch, aber es ist irgendwie auch funny. Okay. Also ich mag's ganz gerne. Ich habe es nicht durchgespielt, natürlich. Ich habe es angezockt, ne? Ja. Ist ja immer September habe ich dann frei und dann spiele ich die Spiele richtig, auf die ich Bock habe. Das Gute, ich sag mal, der Luxus an dieser Position, wenn man ganz alleine was macht, so ein Magazin, ist natürlich, man muss nicht mehr dieses in der Masse, man muss nicht mehr in der Breite Bericht erstatten, ich mache keine klassischen News, ich brauche nicht 100 Spiele, mir ist die Reichweite vollkommen egal oder was angeklickt wird, ist mir vollkommen egal, weil ich ja für meine Abonnenten schreibe und dann, deswegen ist die Auswahl immer sehr begrenzt, also ich habe pro Woche vielleicht mal 3 Themen oder so, ne? Also aber ich gebe dir noch mal ein paar Tipps. Also, gerne. Was ich geil finde, wo ich mich richtig drauf freue, ist einmal Brewmaster. Das ist ein Bierbrau-Simulator. Das klingt schon mal gut. Der ist echt gut. Und der ist halt so auch auf Realismus gemacht. Und, ne? Also der ist wirklich, ich glaube, das macht einfach Spaß. Okay, ist notiert. Dann, du magst doch manchmal so ein bisschen auch dann mit Hack and Slay gelöt, oder? Dann finde ich Gory Cuddly Carnage, glaube ich, ganz gut. Da ist man so eine Katze, die sich durch die Weltgeschichte
Schnetzelt. Okay. Und einfach geil. Also Stray für Leute, die keinen Bock auf Peace haben. Und dann, darf ich das schon sagen? Bestimmt. Dann haben wir auch noch, dann kommt The Riftbreaker, was ja eh auch echt ein ganz gutes, so ein Strategy-Management-Game ist. Mhm. Ist ja auch schon ein bisschen draußen, aber die schieben bei uns nochmal ein großes Update nach. Also das ist, glaube ich, nochmal auch ganz gut für Leute, die das Spiel mögen oder schon gemocht haben. Mhm. Da gibt es nochmal neuen Content. Ich freue mich persönlich auch auf Kona 2. Kona 1 habe ich auch gerne gespielt und jetzt kommt Kona 2. Das ist auch, glaube ich, zum allerersten Mal demomäßig bei uns spielbar. Okay. Voll geil. Und dann haben wir, wir haben echt ganz schön viele gute. Das waren jetzt vier, ne? Ja. Eins kriegst du noch. Eins kriege ich noch. Dann würde ich sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht meins, aber das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, und es sieht wahnsinnig schön aus. Das ist Astraea Six-Sided Oracles. Das ist ein Deckbilder, aber auch mit Würfeln. Und das sieht wunderschön aus. Ich finde, das ist ein bisschen wie bei Curious Expedition, die Fighting Scenes, die ich dann auch zum Schluss, nachdem ich sie geschnallt hatte, ganz gerne mochte. Mhm. Und das ist, glaube ich, für Leute, die auch so Deckbuilding und Strategy Games mögen, ist das, glaube ich, auch echt nochmal eine Perle, die man spielen kann. Ich werde mal schauen, ob ich nicht im Kontext der Gamescom nicht auch ein paar kleinere Spiele mal in so einem Bundle vorstelle und werde mal gucken, wo ich reinzocken kann. Ja, also gerne, gerne. Ich kann dir auch nochmal so Listen, ich habe tausende Listen, die gebe ich auch nicht mal an Journalisten. So, ne, die Leute, so Games, die sich zum Beispiel mit Mental Health beschäftigen oder Cozy Games oder so, ne, so Special Interest Listen. Ja, du hast jetzt schon eine schöne, mit den fünf Spielen, das ist schon eine gute Palette. Ich habe ja auch noch ein paar auf der Liste so. Und das ist schon, ja, das sind schon gute Anregungen. Da gucke ich doch mal rein. Ja, geil. Cool, da freue ich mich. So, dann würde ich sagen, das war ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Und wer weiß, vielleicht können wir noch mal über das ein oder andere schnacken in Zukunft. Vielleicht treffen wir uns ja auch noch mal auf irgendein Pitch-Event. Ja, ich hoffe, dass die das wieder machen. Das war gut. Ja, bei der Game City, irgendwas mache ich da auch dieses Jahr wieder, tatsächlich. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns beiden hier vor dem Mikro. Und bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Falls ihr da draußen jemanden kennt, der Spielvertiefung noch nicht kennt oder diesen Podcast, sagt ihm doch oder ihr Bescheid, dass sich das lohnt, da reinzuhören. Ich wünsche euch zum Schluss wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.